Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Community Tourenplanung. Und heute habe ich für euch was mitgebracht, was die Uralt-Insider auf dem Kanal bereits kennen könnten. Und zwar aus einer Podcast-Episode eine kurze Beschreibung von einer Tour. Und ja, das machen wir heute mal zu einer konkreten Tour mit ein bisschen Ausrüstungscheck dazu und was man dazu so wissen sollte, worauf ihr euch vorbereiten solltet. Es gibt nicht allzu viele Informationen dazu im Internet. Es sind auch ein paar widersprüchliche Informationen dazu im Internet. Ich werde euch heute ein bisschen was Konkretes dazu mitgeben. Wir machen ein bisschen Fleisch an die Sache dran. Und zwar geht es heute um eine Hochtour. Und zwar eine Hochtour, bei der wir alles so ein bisschen mit dabei haben. Also netten Zustieg, wir haben nette Wanderpassagen, wirklich wunderschöne Aussicht. Wir haben ein paar spannende Gletscherbrüche als Vorbeigehen sozusagen, wo wir wirklich spannende Gletscher und Felsformationen sehen können. Und wir haben ein bisschen Gletscher mit dabei, wir haben eine Spaltenzone mit dabei, wir haben Gratkletterei dabei, wir haben Seilversicherungen dabei, wir haben sehr exponiertes Gehen dabei, wir haben eine großartige Bergtour meiner Meinung nach und vor allen Dingen, und das ist meiner Meinung nach das Beste, sie ist gar nicht mal so berühmt. In erster Linie müssen wir dafür erstmal ins Stubaital in der Nähe von Innsbruck. Neustift im Stubaital, immer weiter runter, runter, runter. Und da kommen wir gefährlich nah an das Skigebiet Stubaier Gletscher. Hier gibt es jetzt ein paar Optionen. Es gibt nämlich ein gemeinsames Ziel. Also wir haben alle ein gemeinsames Ziel, und zwar ist es hier diese Kreuzung bzw. dieser See, der sich durch den Gletscher gebildet hat, und zwar durch den Sulzenau-Ferner, der hier abläuft und in den letzten Jahren sehr stark geschmolzen ist und deswegen hier einen ganz, ganz großen See gebildet hat, der jedes Jahr wächst und wächst und wächst und teilweise auch ein großes Hindernis darstellen kann. Und wir müssen aber ungefähr alle auf diesen Punkt. Und das ist das erste Schöne an dieser Bergtour. Sie ist, wenn man sie vom Tal aus plant, übrigens ich plane mit Outdoor Active, ich werde dafür aber jetzt nicht bezahlt oder sonst was, sondern das ist einfach das Tool, damit ich es euch gut zeigen kann. Das Coole ist an dieser Tour, dass wir diese doch recht anspruchsvolle Gesamtstrecke ein bisschen leichter gestalten können, je nachdem von wo wir wegstarten. Das macht die Tour freundlich für nicht unbedingt Anfänger, aber für Leute, die eben vielleicht konditionell nicht so fit sind oder sich das vielleicht noch nicht zutrauen, das in Kombination mit so einer konditionellen Angelegenheit. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Grundsätzlich ist der Start bei der Graveralm. Die Graveralm kennen vielleicht manche von euch aus dem Winter mit dem Graver Wasserfall als nettes Eisklettergebiet. Aber im Sommer ist es meistens eher bekannt als ein netter Wanderweg hier entlang der Straße und entlang des Bachs für Touristen. Wir aber machen etwas Besonderes draus, denn wir gehen am Graver Wasserfall vorbei. Ich empfehle euch auf jeden Fall nicht diesen Weg zu nehmen, sondern diesen Weg hier zu nehmen. Und dann kommt man zur Sulzenau Alm, bevor man dann eben in weiterer Folge zur Sulzenau Hütte kommt. Das alles sind im Sommer oder auch im Frühsommer kann man das auch machen, ist kein Problem. Sind das keine super anspruchsvollen Wanderungen. Es ist einfach eine ganz normale Wanderung eben. Es ist ein bisschen ausgesetzteres Gehgelände dabei. Aber es ist jetzt nichts, wo man sich irgendwie einen Fuß dafür ausreißen muss. Vor allen Dingen, wenn man eh schon qualifiziert genug ist für die heutige Tour, die ich euch zeige. Irgendwann kommt man dann bei der Sulzenauer Hütte an. Man kann hier Stopp machen und am nächsten Tag weitergehen. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Und geht dann weiter, 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 weiter und kommt an der Blauen Lacke vorbei zu diesem riesigen See. Das sieht jetzt hier nicht so aus, als wäre man da quasi in der Nähe des riesigen Sees. Er ist aber wirklich ums Eck, denn er ist mittlerweile auch schon deutlich größer als hier in der Karte eingezeichnet. Deshalb, man steht vielleicht 100, 150 Meter vom Ufer entfernt. Der See ist sehr schön. Man kann da schön auch Pause machen. Und dann gehen wir weiter nach Süden. Und ab hier ist es ganz spannend, denn hier endet eigentlich die bekannteren Gegenden und Ecken. Denn hier führt der berühmte Wanderweg von der Dresdner Hütte zur Sulzenau Hütte, beziehungsweise halt dann zur Nürnberger Hütte. Und davon kriegen wir eigentlich fast nichts mit. Denn diesen Aufstieg zur Sulzenau Hütte, den machen viele Leute, aber eigentlich findet die meiste Party hier von West nach Ost statt. Und hier sind wir auch schon wieder nicht mehr auf dem Weg und damit gehen wir jetzt immer weiter südwärts. Und hier haben wir einige große Gletscherspalten. Übrigens, Teile des Hochtouren-Grundlagenkurses wurden hier auf diesem Ferner gedreht, kleiner Fun Fact. Und
In der Fernerstube ist es so, dass man sich je nach Jahreszeit aussuchen kann, ob man schon auf den Gletscher geht oder ob man noch hier am Rand bleibt. Eine Sache, die ich auf jeden Fall erwähnen will, wir haben hier eine sehr akute Steinschlaggefahr. Die Wand hier ist relativ steil, wie man sehen kann. Und ich möchte euch dringend raten, das vernünftig zu beurteilen. Der Steinschlag hier ist in den letzten Jahren immens geworden. Hier brechen immer wieder riesengroße Felsblöcke raus. Und das sieht man auch im Gelände. Ab dem Punkt, wo es quasi auf dieses Hundsheim, diese Abzweigung ist und man dann eigentlich sich so in diesem freien Blockgelände bewegt, das ein bisschen unübersichtlich ist. Ab diesem Moment ist es wirklich steinschlaggefährdet und unübersichtlich und dann sollte man sich vielleicht überlegen, auf den Gletscher abzubiegen. Ganz ungefährlich ist das nicht. Die Spaltenzonen hier ist relativ groß, die Spaltenzone hier ist relativ groß und die Spaltenzone hier ist so mittelgroß. Deswegen, gutes Auge ist gefragt. Aber man kann sich theoretisch je nach Lage und je nach Bedingungen entweder direkt auf den Gletscher begeben, weil Blankeis. Dieser Teil der Fernerstube ist schon sehr früh im Jahr komplett blank, weil wir eben Klimawandel haben. Und die andere Option ist eben, man hält sich hier im Gelände auf, beobachtet gut, was hier passiert und schaut dann, dass man eben früh, so früh wie möglich auch von der Tageszeit her auf den Gletscher dann abbiegen kann ins sichere Gletschergelände, wo nicht so viele Spalten sind. Dann geht es erstmal südwärts am Gletscher entlang. Das ist keine große Raketenwissenschaft. Hier ist eine lange Zeit lang, ist man sehr, sehr gemütlich unterwegs. Hier kommt dann noch einmal ein größerer Spaltenbruch und ich rate euch dazu, diese Linie hier, die noch nicht allzu alt ist übrigens, die ist in den meisten Karten noch gar nicht drinnen. Ich kenne sie jetzt auch nur von dieser Karte und auch hier ist sie noch nicht allzu lang drin. Diese Linie sollte man nicht allzu ernst nehmen und man sollte bereit sein, Abweichungen in Kauf zu nehmen und sich nicht nur am GPS zu orientieren, das könnte gefährlich werden. Diese Linie führt nämlich durch den Gletscherbruch durch und durch diese Spaltenzone durch, auch wenn es nicht so aussieht. Denn der Ansatz hier, das ist ganz spannend, der Ansatz der Gletscher, dieses Gletscherbruchs der Spaltenzone ist eigentlich hier schon ein Stück bevor dieser Berg hier quasi so einen Knick reinmacht auf der Karte. Der beginnt schon hier. Das weiß ich, weil ich bin genau da in eine Spalte gefallen. Die Spalten sind relativ groß und sie sind, das ist das Tückische, auch gerne mit Schnee noch überzogen und extrem labile Schneebrücken. Das heißt, haltet euch am besten hier von der Region fern und macht einen größeren Bogen, als er hier jetzt in der Karte eingezeichnet ist. Also zieht hier einen ordentlichen Bogen drumherum. Hier ist es komplett harmlos. Ihr habt vereinzelt kleine Spalten, alles dadurch, dass wir angeseilt sind, alles überhaupt kein Thema und kein Problem. Aber diese Zone hier und auch mit dieser Linie, diese Linienführung ist schon sehr, sehr sportlich und man muss es ja nicht unbedingt zur Hand haben. Zu weit hier nach Süden dürft ihr übrigens auch nicht gehen. Hier haben wir wieder akute Steinschlaggefahr. Dieses ganze Gebirge, Wilder Pfaff, Zuckerhütl, ist extrem vom Klimawandel und vom Steinschlag betroffen. Felsstürze nicht ausgeschlossen. Bewegt euch hier einfach mittig und zügig durch und hier habt ihr es dann schon wieder geschafft. Wie gesagt, auch diese Informationen können sich in ein, zwei Jahren schon wieder verändert haben. Und dann haben wir hier eine restliche, wunderschön entspannte, gemütliche Gletscherwanderung noch vor uns bis zur Lübecker Scharte. Und das hier ist eigentlich eine relativ große Distanz. Es sieht nicht so aus, aber wenn wir uns hier den Maßstab anschauen, 100 Meter sind das hier. Also man ist da wirklich eine ganze Weile unterwegs. Das haben wir, als wir die Tour das erste Mal gemacht haben, auch nicht so gedacht, weil auch irgendwie dieser letzte Teil ja recht kurz aussieht. Aber in der Lübecker Scharte angekommen, haben wir jetzt noch etwas ganz was Cooles vor uns und zwar die Gratkletterei bis zum Gipfel des Wilden Freigas. Hier haben wir vereinzelt Seilsicherungen und vereinzelt müssen wir uns selbst sehr, sehr genau orientieren. Die Markierungen sind wirklich bescheiden, also uns ist das Öfteren passiert, dass wir auch mal an einer Markierung vorbeigestolpert sind oder an einer Seilversicherung vorbeigestolpert sind, weil wir uns einfach gedacht haben, ja, Grat wird schon stimmen, wenn wir da drüber klettern. Teilweise gäbe es dann so seitlich auch ein paar einfachere Wege, ist aber nichts Dramatisches. Selbst wenn man sich versteigt, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man immer an der Gratspitze unterwegs ist, direkt am Grat. Und dann schafft man es mit Zweierkletterei auch noch überall drüber. Ansonsten mit Seilversicherungen, teilweise sind sie seilversichert. Du hast natürlich auch große Teile ohne Seilversicherung und auch Kraxelei im ersten Schwierigkeitsgrad. Aber wenn man alle seilversicherten Stellen sozusagen findet, dann kommt man mit dem Einser ganz gut durch. Dann kommt man hier irgendwann an diese Kreuzung, wo es runtergeht Richtung Müllerhütte.
und an dieser Kreuzung biegen wir dann scharf links ab und dann wird dieser Grat richtig dramatisch und sieht einfach geil aus, ist nicht schwierig, aber sieht cool aus und macht einen geilen Eindruck, auch wenn man zurückschaut Richtung Lübecker Scharte, wo es auch richtig steil war und was einfach ein schöner Moment ist, weil man hier an der Kreuzung steht und weiß, man hat es jetzt nicht mehr weit. Man braucht schon eine ganze Weile für diese kurzen Strecken. Das ist nicht lang. Wie gesagt, wir haben hier 50 Meter jetzt da im Maßstab. Das ist gar nicht so lang, aber es ist halt Gratkletterei und damit ist es nicht ganz anspruchslos und braucht einfach seine Zeit. Und ungefähr die gleiche Strecke haben wir dann nochmal bis zum Gipfel. Hier haben wir dann nochmal eine Klettersteigstelle. Klettersteigset könnt ihr aber zu Hause lassen. Das ist nicht so extrem anspruchsvoll, wenn ihr den ersten Teil bis zur Lübecker Scharte auch geschafft habt. Insgesamt beläuft sich die Schwierigkeit der gesamten Tour auf ungefähr 1 plus, vielleicht 2, das kann man jetzt sehen, wie man will. Es kommt natürlich bei einem 3418 Meter hohen Berg auch immer sehr stark auf die Bedingungen an. Bei meiner letzten Besteigung war es im relativ tiefen Neuschnee. Das macht dann schon was her, da muss man sich dann auch ein bisschen mehr Mühe geben, was die Orientierung betrifft. Da ist der Grat dann auch nicht ganz ungefährlich. Man hat diverse Stellen, wo man ordentlich Luft unterm Arsch hat und definitiv schwindelfrei sein muss und definitiv keine Höhenangst haben darf. Aber es ist eben diese geile Kombination. Wir haben ein bisschen Wanderung oder gut, wir haben einiges an Wanderung, aber so ist das eben, wenn man auf Hochtour geht. Wir haben aber schöne Wasserfalleindrücke, wir haben wahnsinnig schöne landschaftliche Eindrücke bis zur Sulzenau-Hütte. Wir haben dann hier nochmal tolle landschaftliche Eindrücke mit dem Gletscherbruch vom Sulzenau-Ferner und dem Felsabbruch. Wir haben ein bisschen Hochtour dabei, wir sind am Gletscher unterwegs, wir müssen uns ein bisschen auch konzentrieren am Gletscher. Wir sind nicht ganz, ich sage jetzt mal, auf Autopilot geschalten, wie das auf anderen Gletscherbergen beispielsweise der Fall sein kann. Wir haben hier dann auch noch ein bisschen Gratkletterei, wir haben es ein bisschen ausgesetzt, wir haben ein bisschen was zu tun, wir haben ein bisschen Seilversicherung. Das ist eine Tour, die einfach alles abdeckt. Und wer das bei Hochtouren sucht und wer diese Tour feiert, der wird mit dieser Tour eine große Freude haben. Und als i-Tüpfelchen jetzt nochmal drauf, kann ich sagen, diese Tour ist nicht sehr häufig begangen. Sie wird gelegentlich begangen, das ist klar, gerade an wunderschönen Wochenenden ist man sicherlich nicht alleine. Aber unter der Woche oder im Spätherbst oder im Frühjahr ist diese Tour ziemlich ausgestorben. Sie wird nicht so oft in der Literatur erwähnt wie beispielsweise der Normalweg, was auch daran liegt, dass es mit dem Wilden Pfaff und dem Zuckerhüttel eine Tour gibt, die ähnlich funktioniert wie der Weg über die Lübecker Scharte auf den Wilden Freiger, aber meiner Meinung nach nicht ansatzweise so schön ist. Ich finde den Lübecker Weg auf den Wilden Freiger ist einer der schönsten Hochtouren, die es in der Region Stubaital überhaupt gibt und sie ist gleichzeitig nicht so extrem überlaufen. Und bevor jetzt alle in die Kommentare schreiben, du Arschloch, du hast uns gerade unseren Geheimtipp versaut, ich glaube nicht, dass so viele Leute jetzt nur deshalb, also ich weiß nicht, ob man jetzt dann schon einen Schranken einführen muss für die Tour, ich kann es mir nicht vorstellen, nur wegen einem Video. Aber es ist einfach eine schöne Tour und ich will sie niemandem verheimlichen. Es ist wirklich ein Top-Tipp in dieser Gegend. Das Ganze heißt aber gleichzeitig auch, je nach Bedingungen muss man ein bisschen Alpinausrüstung mitnehmen und nicht nur die klassische Hochtourenausrüstung. Weil man weiß einfach nicht, wie sicher ist das Ganze zum Absichern, ist das Ganze überall so einwandfrei, dass man wirklich ohne Seil unterwegs sein kann auf dem Grat. Wie gesagt, er ist nicht sonderlich anspruchsvoll, aber wenn man vielleicht erst 2 oder 3 oder 4 Grattouren in diesem Stil gemacht hat, dann kann es auch mal sein, dass man vielleicht sagt, oh, da fühle ich mich jetzt nicht wohl, können wir da vielleicht nochmal das Seil auspacken. Es sind gelegentlich Bohrhaken, gelegentlich Schlaghaken, gelegentlich ist eben auch die Seilversicherung drin, dass man nochmal eine Expressschlinge und das Seil rausholen kann und es auch sinnvoll verwenden kann. Ob man das will oder braucht, das muss man dann letztlich selbst beurteilen. Das heißt, ein bisschen ein Mehr an Ausrüstung ist schon notwendig. Die klassische Hochtourenausrüstung, ein Video dazu findet ihr rechts oben, muss natürlich mitgeführt werden, denn wir haben es hier mit einer ganz klassischen Hochtour zu tun. Aber eine Sache wollte ich euch ja noch verraten, und zwar, wie ihr diese doch recht weite Tour ein bisschen vereinfachen könnt. Wir planen sie jetzt erstmal kurz durch, dafür ist dieses Tool ja super, Outdoor Active. Hier stehen wir mit doch recht sportlichen fast 1900 Höhenmetern. Ich würde auf jeden Fall 1900 Höhenmeter einrechnen, weil hier ist es ein häufiges Bergauf, Bergab, was die Höhenlinien hier aber nicht berücksichtigen. 1900 Höhenmeter an einem Tag, 10,5 Kilometer, das ist schon eine Ansage und das muss man schon wollen. Und deswegen gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu verkürzen. Und zwar, indem man bei der Dresdner Hütte startet.
Dafür muss man einmal mit der Bahn, mit der Eisgratbahn bis zur ersten Station fahren, also bis zur Dresdner Hütte. Und dann kann man, wenn man nicht so blöd ist, wie das Planungstool jetzt hier sich gerade stellt, mit 1300 Höhenmeter statt 1900 Höhenmeter. Natürlich, wir müssen eine Bahn nehmen, das muss jeder für sich selber wissen, ob er das will oder nicht. Und man muss auch berücksichtigen, dass die Bahn natürlich nicht ewig lang fährt. Das heißt, man muss auch ein gewisses Tempo an den Tag legen, wenn man denn mit der Bahn wieder runterfahren möchte. Und der Zustieg ist aber trotzdem schön. Natürlich ist das Ganze nicht so ruhig, denn hier verläuft eben die Autobahn zwischen Dresdner Hütte und Sulzener Hütte. Das heißt, da ist man mit vielen Leuten unterwegs, vor allen Dingen vielen Backpackern quasi und Trackern. Aber die verliert man dann spätestens in dem Teil hier. Klassische Anforderungen für diese Tour, dass wir das hier jetzt auch wirklich nicht vergessen. Erstens, ihr müsst trittsicher sein. Zweitens, ihr müsst schwindelfrei sein. Drittens, ihr müsst Klettereien bis zum Grad 1 plus beherrschen können, im Aufstieg und im Abstieg. Viertens, ihr dürft mit einem Stahlseil gerne vertraut sein und müsst dem Stahlseil auch vertrauen. Ein Klettersteigset ist aber nicht zwingend notwendig. Fünftens, ihr braucht Hochtourenausrüstung. Sechstens, ihr braucht eine erste Hochtourenerfahrung, vor allen Dingen mit selbstständig geplanten Hochtouren. Nicht im Sinne von, ich war schon mal mit einem Bergführer irgendwo unterwegs, sondern eine solide Grundausbildung in Sachen Hochtouren. Ihr müsst wissen, was ihr tut, und es sollte nicht eure erste Hochtour sein, die ihr selbstständig macht. Siebtens, ihr solltet ausdauernd sein für 1300 oder 1900 Höhenmeter im Aufstieg und dann eben auch wieder im Abstieg. Gesamtstrecke ungefähr 21 Kilometer. Und achtens, ihr solltet definitiv selbstsicher im ganzen Gelände von Anfang bis Ende unterwegs sein, denn es kann sein, dass ihr nicht auf viele Leute trefft. Es kann sein, dass ihr euch selbstständig orientieren müsst, dass ihr keine Spuren vorfinden werdet. Das ist eine Tour, wo ich schon auch mal komplett ohne irgendeine Spur unterwegs war und selbst überlegen musste, wo eigentlich jetzt die ideale Linienführung im Gletscher ist. Das passiert auf Hochtouren, gerade auf den Normalwegen, heutzutage nicht mehr sehr oft. Diese Tour ist aber meiner Meinung nach eine der schönsten im Stubaital. Ich habe es schon gesagt, ich kann diese Tour nicht genug loben. Sie ist wirklich, wirklich toll. Ich gehe sie sehr, sehr gerne. Sie ist nicht ganz ungefährlich. Sie ist nicht ganz unsportlich und sie ist nicht ganz unherausfordernd. Unherausfordernd. Und deswegen nicht für jedermann gedacht, aber ich dachte mir, euch sollte ich die unbedingt mal mitgeben. All jenen von euch, die schon mal ein bisschen Hochtouren-Erfahrung gesammelt haben und die gern mal eine spannende Tour gehen wollen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch mit diesem Tourentipp eine schöne, mittelschwere, leicht fortgeschrittene Hochtour mit auf den Weg geben konnte. Nicht ganz langweilig, nicht das Extreme, sondern irgendwas dazwischen, vielleicht eher ein bisschen in Richtung nett als in Richtung extrem. Also für alle Leute, die Hochtouren genießen und nicht nur immer nach dem nächsten Kick suchen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch die heutige Tourenplanung gefallen hat und weiterhelfen konntet und wir uns vielleicht eines Tages auf genau dieser Tour treffen, denn ich bin da immer wieder mal unterwegs, weil es einfach eine meiner Lieblingstouren hier in der Gegend ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!